Da ist der Fropper. Hoppi. Hallo? Ist keiner, hm? Ey! Fackeln! Da hinten sind noch mehr Gummibäumchen. Hier sind auch welche. Hm? Coole Sache! Oh, wir nehmen deine Gummibäumchen. Warum? Da hinten ist eine Schlucht. Okay. Hopfen? Wo bist du? Wir suchen Tropfen. Tropfen, Tropfen. Sieht irgendwie auch aus, als hätte er keinen. Das sieht tatsächlich danach aus, als hätte er keinen. Jetzt zu spät. Okay. So. Wo sind die anderen? Da hinten. Hinter der Schlucht. Gummibäume. Gummibäume. In meinen Träumen werde ich begleitet von Gummibäumen. Was? Gummibaum. Oh. Was oh? Oh. Was kaputt gemacht? Ja, bestimmt. Okay. Aber die Pfropfen, die hängen doch normalerweise. Wow. Nicht so tief oder so hoch. Hab ich denn hier nicht noch irgendwie Gedöns, was ich weghauen kann? Nee. Sieht nicht so gut aus. Nachtlager? Jo. Oh. Du kannst nur nachts schlafen. Du kannst nur nachts schlafen. Oh, siehst du da hinten im Berg? Den rechten, da ist ein Loch drin. Den rechten Berg. Sieht auch gut aus hier. Ja. Schon cremig, oder? Guck mich an. Warte. Boah, was für ein Bild. Was für ein Bild. Boah, was für ein Bild. Und jetzt lächeln. Guck mal hinter dir den Sonnenuntergang. Ja, Mann. Den habe ich schon geknipst. Habe ich auch eben. Mit dir drauf. Cool. Dann wird der Sonnenuntergang ja noch gleich nochmal so schön. Wolltest du was sagen oder hattest du nur gerade einen Brösel auf der Schalmei? Nein, ich musste nur räuspern. Ach so, okay. Hier liegt dein Bett. Beziehungsweise mein Bett, weil ich habe deins eingesammelt. Der ist so voll. Was jetzt? Tut's mir leid, aber jetzt muss ich hier. So. Ich würde vorschlagen, links lang. Oder rechts lang, an den Bergen vorbei. Der ist nicht so. Wir werden eine ziemlich lange Reise machen, das muss dir klar sein. Das heißt also, wir beenden die Aufnahme in der Wildnis. Wo willst du lang? Weiß ich nicht. Such dir was aus. Das ist doch wurscht, wir sind in der weiten Welt. Wow. Licht. Oh, dunkel. Oh, Licht. Dunkel. Licht an, Licht aus. Licht an, Licht aus. Oh, dunkel. Licht. Oh, Licht. Dunkel. Licht. Guck mal hier, der Berg sieht von hier aus wie eine billige Kopie vom Empire State Building. Hier, geradeaus der. Ja. Das Empire State Building. Gebaut aus Erde. Stein und blutigen Handwerkerhänden. Pass auf das Wasser. Mhm. Sag mal, wollen wir uns halt hier irgendwo auch mal irgendwo niederlassen? Echt? Ein Häuschen bauen oder so? Wie viele U-Bahnen willst du denn bauen, sag mal? Weißt du eigentlich, wie weit das ist? Ja. Ist blöd. Ich würde sagen, notiere dir die Koordinaten dann, weil... Nicht hier, sondern irgendwo. Alter, wir sind mitten im Irgendwo-Nirgendwo. Ja, ich weiß. Das ist mir bewusst. Oder irgendwo im Nirgendwo, so ist richtig. Da sind Gummibäume. Wo denn? Du läufst direkt drauf zu. Bist du am Trinken? Mhm. Oder am Rauchen? Trinken. Du bist bestimmt ein Rauchtrinker. Nein,
Ich bin ein Trinkraucher. Ein Trinkraucher? Mhm. Das ist auch cool. Du bist schon eine harte Sau, das muss ich dir schon lassen. Gummibaumholz. Brauch kein Pfropfen. Du bist kein Pfropfen, Mann. Gut. Dann würde ich sagen, hacken wir das App. Ist lustig, dass bei mir der Tree Capitator gerade nicht funktioniert. Nicht? Nein, ich will den Baum abhacken, weißt du? Wir hacken den Baum ab. Aber der Tree Capitator doesn't want to work. Tropenholz? Drübenbaum, Drübenbaum, hier ist ein Gummibaum. Das ist eigentlich auch hier eine schöne Gegend. Ich auch mal weiter. Au. Überall, wo ich bin, ist es eine schöne Gegend. Jetzt hör doch mal auf. Das ist ja auch echt. Was denn? Der Herrgott hat die Erde nur einmal geküsst, genau an dieser Stelle, wo der Master sitzt. Das ist nun mal ein Fakt, den du einfach hinnehmen musst. Nee. Doch. Nein, das kann ich und will ich nicht. Das wirst du aber müssen, weil du kommst da nicht dran vorbei. Nein. Wow. Ansonsten fällst du hier nämlich einfach runter, weißt du? Uah, so wie ich. Da hinten sind noch Gummibäume. Alter, was pustest du mir denn hier so brutal ins Ohr? Das ist nicht mehr normal. Hier ist auch noch ein Gummibaum. Hier sind Gummibäumchen. Aua! Scheiß dran. Ich hab ihn. Okay, dann ich den nächsten Baum. I got him. Ich auch. Hast du einen Tree Tap oder willst du einen? Nee, ich hab keinen. Mach du nur. Ich sammle den anderen Schrott ein. Was denn für einen anderen Schrott? Zum Beispiel Blümchen oder Fleisch. Da ist ein Gummibaum. Hier. Tatsache. Da sind sogar mehrere. Geil, ne? Eiche. Nein! Oha. Hier geht's tief runter. Das find ich schön. Das macht mich munter. Was eine fette Gegend hier, Alter. Ja. Alter, guck dir mal den Berg an hier. Ja. Extreme Hills, ja, definitiv. Gut, dann mach du mal hier die Gummibäumchen. Ich guck mal, was da hinten das für ein großer Baum ist. Gummibaum. Gummi. Ach du liebe Zeit. Da komm ich nie wieder hoch. Wahrscheinlich kommst du dann nie wieder runter, wenn es so weiterläuft. Wir müssen sowieso runter. Ach. Ach du liebe Zeit. Da ist er. Hab Angst. Schaffen wir es von hier irgendwo ins Wasser zu springen? Kann ich dir nicht sagen. Wollen wir mal gucken, ob man hier nicht irgendwo noch die Fropfen-Dinger findet von dem Gummibaum. Gummi. Nee, finden wir nicht. Von hier könnten wir. Von dem Bäumchen. Das ist machbar. Das muss ich erstmal nachvollziehen, wo du bist. Aber da bist du. Yep. Hey! Klappt. Yeeha! So. Was ist denn das? Rohrkolben. Er hat Kolben gesagt. Welche? Aber ich finde das schön, dass der erste Eintrag an der Wall of Shame von dir kommt. Nee, da kommen ja noch andere hin, was wir schon gerissen haben. An die kann ich mich nicht mehr erinnern, weil die so schlecht waren. Ah, zum Beispiel das mit dem kurzen. Ja, stimmt. Matsch. Weißt du jetzt, warum ich drum rumlaufe? Achtung, Retourkutsche, ich brauche die Matschepampe nicht. Ach komm, lauf mal einfach. Ja, lauf doch einfach.
Ich folge dir. Ich bin ein sehr folgsamer Mensch. Was haben wir denn da? Brüchiger Stein. Oh, Le Mer. Ich finde den eigentlich ziemlich hübsch. So für den Boden oder so. Ja. Das ist fast so wie Marmor. Lieber Emmis. Ja, bitte. Warum hast du das Wort Marmor jetzt so betont? Einfach so. Mir war danach. Möchtest du mir damit mitteilen, dass du den Baustoff Marmor vermisst? Ein bisschen. Oh. Das bricht dir natürlich das Herz. Komm, wir nehmen ein bisschen brüchigen Stein mit. Nur so ein bisschen. Ja, nimm doch. Ja, ich bin doch dabei. Ich laufe in der Zeit mal weiter. Mach's gut. Ein bisschen brüchiger Stein. Alter, das geht in den ganzen Berg rein. Ja, na komm, wir können das Feld hier abtragen. Nee, können wir nicht. Ich habe nämlich keinen Platz mehr. Doch, ein bisschen. Ja, komm, Federn. Scheiß ein bisschen Federn. Platz haben wir noch. Den komischen Rohrkolben hier, den behältst du mal schön selber. Ich hat Rohr gesagt. Ich mach nur noch den Stack voll und dann können wir weiterlaufen. Dann habe ich 2 Stacks, das reicht. Ich glaube, ich habe mit den Tree Taps echt übertrieben. Wie viele hast du? Ah, ordentlich. Jetzt haben wir einen normalen Stand. Ich habe jetzt einige entsorgt und das war echt zu viel. Ich muss ja mal irgendwie mit dem Inventar klarkommen. Kann ja nicht sein, dass ich mich so zukleistere. Ich dachte, die Dinger halten nur für ein, zwei Dinger, weißt du? Jetzt bewirfst du mich auch noch mit brüchigen Steinen, weißt du? Das ist echt nicht kollegial von dir. Ja, wir können weiter. So, erstmal ein bisschen umbauen hier. So. Bin über dir. Hinter dir. Was? Kann schon wieder Nachtlager aufschlagen. So, hier kommen Pilze. Weg mit dem Scheiß. Ich laufe weiter nach Norden. Ja. Und du meinst, ich finde dich dann, oder was? Ja. Weil du weißt, ich laufe nach Norden. Es wird im Übrigen schon wieder dunkel. Das ist ja nicht mehr normal. Ja. Ich bereite jetzt gleich das Nachtlager vor. Ein Lachtnager. Nein, ein Nachtlager, sag ich auch. Weißt du, was ein Lachtnager ist? Nein, du. Gummibaum. Gummibaum. Ich bin auf dem Weg. I'm on my way to you. Dann können wir auch hier das Nachtlager aufschlagen. Where's the fucking gum tree? There is the gum tree. I wonder how, I wonder why. Yesterday, talk about the blue blue sky. And all that I can see, it's just all around the gummy tree. Was? Alles klar. Alles klar. Okay. Gute Nacht. Nacht. Ich wollte noch gar keine knarzenden Knochen von dir gehört. Das stimmt. Bewegst dich nicht, ha? Ja, ich hab sie geölt. Okay. Mit Motoröl. Das war meins. Danke. So. Wenn wir da lang fahren. Oh, da ist das Korallenriff. Fahren auf der Wasserbahn. Wo ist das Korallenriff? Wenn wir in die Richtung auch wieder Norden fahren. Du weißt das? Du weißt das sehr genau, dass das da ist? Wenn, mach doch mal die Karte auf. Dann siehst du es doch. Das ist so hellgrau, hellbraun. Hellbraun? Vor uns. Direkt vor uns. Ach, das ist ein Riff. Das ist ein Riff. Okay. Na, dann los. Huch. Guck nach unten, dann siehst du es. Tatsache, das ist ja geil. Hier sind Korallenriffe. Mhm. Was ein fettes Riff. Weißt du, was jetzt hier fehlt? Ein Haus? Nee, hier würde jetzt Mo Creatures gut reinpassen mit den Clownfischen und dem ganzen Kladderadatsch. Ja. Aber
Mau Creatures ist ja nun mal nicht unbedingt das, was man benutzerfreundlich nennt, in Bugfreiheit und so.